So, hallo, wir machen weiter bei The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Wir sind immer noch auf dem Anfangsplateau. Ich nenne es einfach mal so, weil es sich doch sehr, sehr ähnelt zum Breath of the Wild Plateau. Und wer mich nicht kennt, ich spiele das Spiel und ihr könnt mich dabei begleiten. Das heißt im Endeffekt, es wird nichts großartig geschnitten. Es passiert alles genauso, wie ich es auch spiele. Das kann mal spannender sein und mal weniger spannend. Und das ist alles, was man dazu wissen sollte. Und wir fahren eine Runde. Ja, das war dann auch die Strecke, aber hier ist eh zu Ende. Okay. Dann haben wir aber zumindest schon mal gelernt, wie man mit den Dingern fährt. Hier ist es noch finsterer als in den anderen Höhlen. Falls du dich zum Bergwerkstollen zum Bergwerksstollen vorwagen willst, brauchst du Licht. Hast du genug Leuchtsamen bei dir? Aber ich. Ja. Farne mit Leuchtsamen wachsen in dunklen Höhlen wie etwa. Ja, das weiß ich doch alles. Ja. Ja, alles cool. Okay. Autogeräte abschalten. Oh, mein Fernseher will sich abschalten. Moment. Das seht ihr, glaube ich, gar nicht. Nee, Fernseher, alles gut, ich lebe noch. Jetzt will ich aber mal kurz was gucken. Erstens kann ich das Ding mitnehmen. Ja, ich meine, wenn ich schon zusammengesetzt habe, will ich es auch weiter mitnehmen. Zweitens ist hier irgendwas versteckt in der Dunkelheit. Wo sind die Leuchtdinger? Ach, hier. Hier ist nichts versteckt in der Dunkelheit. Okay. Hätte ja sein können, dass man hier so einen kleinen Gang oder so, ne? Weil hier ist es schon besonders dunkel geworden. Dass man hier irgendwas. Aber nein. Das war eine Idee. So, du kommst mit. Lustig ist, dass dieses Ding auch so ein bisschen für Helligkeit sorgt, ne? Das hat ja gut funktioniert. Wo ist der Pfeil jetzt hin? Weg. Pfeil ist weg. Okay, aber hier ist nichts weiter. Gut. Ja, eigentlich sehe ich sogar noch genug. Sonanium. Das ist auch eine Art Collectible, also nicht Collectible, aber das kann man auch sammeln. Zu Waffen und Rüstungen weiterverarbeitet. Okay. Aber das ist jetzt auch wieder. Ah, ja, okay, I see, I see. Das brauche ich dann wahrscheinlich, um meine Waffen zu verstärken. Gibt es noch viel mehr Sonanium. Cool. Dann würde mich doch jetzt direkt mal interessieren. Da habe ich schon gedacht, dass das nicht geht.
ob ich jetzt meinen Stock hier mit Sonanium auch verknüpfen kann. Ja. Okay, aber das macht jetzt nicht, glaube ich. Nee. Nee, okay, das hat jetzt nicht so den krassen Effekt gehabt. Das macht einfach nur plus 1. Okay. Oh mein Gott, ich habe eine ganz andere Idee. Ich will was testen. Oh mein Gott. Ich will das trennen. Ich will das trennen. Und ich will testen. Wo sind die Dinger? Da. Ablegen. Was? Hol schnell Material. Ah, okay, okay, okay. Ah, ja, ja, ich bin dumm. Alles klar, verstehe. Danke. Danke, Spiel. So, und jetzt? Nee. Ja. Kriege ich damit jetzt eine Art Leuchtding? Ach so, nee, das hat jetzt auf den Boden gesetzt. Ich dachte, das wächst dann an dem Stock oder so. Das wäre cool gewesen. Aber es war es leider nicht. Okay, wieso geht es hier? Ach, ich habe es wieder das Falsche ausgewählt. Nein, ich will das da. Okay, weiter geht's. Ja, und man sieht auch, das ist auch wieder cool, das war schon beim Magnetmodul und so, und bei dem Dingsmodul so, dass man dann Sachen sieht, die auf dem Boden liegen, die sieht man dann viel besser, wenn man diese Fähigkeit aktiviert hat. Okay. So, wir machen erstmal wieder ein bisschen Licht. Nicht so. So auch nicht. Ja. Jo. So ist gut. Nice. 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 Sehr schön. Ey, das sieht schon cool aus. Oh. Oh, mein letzter Steindings, aber ich kann ja zum Glück. Ich kann ja zum Glück Dingens. Na, also. Ganz schnell wieder welche herstellen. So, was haben wir jetzt hier Hübsches? Hallöchen. Oh, darf ich nicht mitnehmen. Nicht doch. Das ist Sonanium, das ich zu anderen Materialien verarbeiten möchte. Ich kann das dir leider nicht überlassen. Oh, davon hast du noch nichts gehört. Bei besagtem Sonanium... Auch auf dieser Insel lässt es sich ein wenig davon zutage fördern, jedoch nur in dieser Höhle. Ah, okay. Unsere Zivilisation gedieh, indem sie diese Ressource verarbeitete und daraus weitere Materialien herstellte. Bei der Verarbeitung wird Sonanium in einem Ofen geschmolzen und zu diversen Materialien verarbeitet. Zufälligerweise steht eine Ladung kurz vor der Vollendung. Bitte warte einen Moment. Okay. Vielen Dank für deine Geduld. Dann haben wir welche Materialien gewonnen werden. Oh! Sonau-Energiesphären. Sie dienen den Sonau-Energiesphären. Dann hätten wir noch den Sonau-Energiekristall. Enthält Energie in gehärteter Form. Verarbeiten bedeutet also, aus Sonanium-Materialien mit anderen Eigenschaften herzustellen. Das ist das, womit man eine Batterie auffüllen kann, ne? Ja. Ja. Als Material zur Herstellung von Batterien. Damit stelle ich Batterien her? What? Bitte sieh dich um.
die kann man praktisch kaufen. Ein Kristall, der durch Konzentration von Sonanium-Energie entstanden ist, dient zur Erweiterung der Batteriekapazität. Für immer oder nur einmal? Ich probiere es jetzt einmal aus. Den kann ich gar nicht einsetzen, den habe ich einfach. Genauso wie ich diese Dinger einfach habe. Und ich kann auch nicht die Batterie auswählen. Okay. Also den habe ich einfach. Aber dass jetzt meine Batterie mehr Kapazität hat, sehe ich jetzt nicht unbedingt, ne? Wenn ich jetzt mehr davon kaufe? Das war alles. Ist die Batterie jetzt länger geworden? Nee. Aber ich habe 10 Stück. Okay. Ja, wir werden sehen, was passiert. Die Energiesphären muss ich ja nicht unbedingt kaufen, weil die kriege ich ja eh von den Gegnern. So. Okay, ja, dann hat sich das geklärt. Erstmal. Okay. Dann wäre jetzt die nächste Frage. Dass wir hier wieder so ein Ding draus machen. Warte, was? Alles klar. Ist in Ordnung, Spiel. Ist okay. So, hier ist auch nochmal bestimmt noch mehr Sonarium. Nee, das war die falsche Taste. Das war auch die falsche Taste. Das war auch die falsche Taste. Das ist die richtige Taste. Ein Lorenhammer zerbricht gleich. Selbst diese Höhle war eins reich an natürlichen Ressourcen, doch diese wird rarer und rarer. Eigentlich benötige ich Hilfe, um meine Pflicht zu erfüllen, doch leider scheint keine Unterstützung einzutreffen. Daher verdopple ich meine Mühen und schürfe und haue Gestein, so emsig ich nur kann. Ja, das brauchst du schon mal nicht mehr hauen, das habe ich jetzt für dich erledigt. Herzlichen Glückwunsch. Okay, und hier kann ich jetzt wieder hochfahren. Was ist das denn? Ah, ich bitte freundlichst, die Finger davon zu lassen. Ach, das sind Ventilatoren. Ist es möglich, dass du vergisst, das Kapseln mitzubringen? Diese Äußerung nehme ich, dass du sie vergessen hast, oder es ist sogar möglich, dass du sie gar nicht kennst. Kapseln sind handlich verpacktes Sonaubauteil. LOL. Also anstatt, was ich gerade gemacht habe, dieses Ding zu transportieren, dieses riesige, kann man die auch in Kapseln packen. Da du keine beide zusammen hast, gebe ich dir etwas von meinem Vorrat ab. Dreimal Ventilator-Kapsel. Ah, man kann also... Okay, okay, okay. Nach der Entnahme nicht zurücklegen kannst. Okay, also man kann die... Würde mich jetzt interessieren, ob es auch irgendeine Möglichkeit gibt, so Sachen in Kapseln reinzupacken. Also selber Kapseln herzustellen. Weil ich meine, ich habe ja mein Objekt jetzt schon dabei. So. Ich brauche ja diese Hilfe gerade nicht. Ich habe es ja mitgenommen. Aber danke für die Kapsel, theoretischerweise. Sehr freundlich. So. Und zack. Nice. Okay.
Wir sind bereit, aus der Höhle abzuhauen. Das war doch ein schöner Ausflug. Wir haben wieder was gelernt. Let's go. Aber man merkt schon, ich glaube, man merkt sehr deutlich, dass die... Ja, lol. Man merkt sehr deutlich, dass die Batterie jetzt deutlich länger hält. Also, okay, das hat sich dann doch, doch, das merkt man schon. Okay, cool. Das hat sich dann schon mal gelohnt, die Dinger einzusetzen. Wahrscheinlich hätten wir das sogar gebraucht, wenn man sonst gar nicht hier hochkommt. Reine Vermutung, aber es wirkt so. Nein, stopp. Aus. So. Aber da ich den schon so schön zusammengesetzt habe, will ich den weiterhin hier lassen. So. Rauru. Ah, aus dem Tempel der Zeit kommt die Zeitglocke. Okay. Für uns, wie auch für die Konstrukte, war das das Signal, uns zu erheben und uns wieder zur Arbeit zu begeben. Zur Ruhe. Auch unsere Rituale und Zeremonien läutete die Glocke ein. Sie war der Herzschlag dieser Insel. Der Anblick des Tempels und der Klang der Glocke, beides lässt die alten Zeiten in meinem Geiste auferstehen. Okay, das ist... Ja, danke für die Information. Was? Kapseln? Das ist eine Kapselmaschine. Say what? Das ist so Gambling-Kapselmaschine. Du weißt nicht, was rauskommt. Ja, und da drüben ist das, was ich gemeint habe, schon von ewiger langer Zeit, dieser Kampfarena. Es wirkt halt wie eine. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber es wirkt wie eine Kampfarena. Und da oben irgendwo, ja, das dauert noch, bis wir da hinkommen. Das wird noch ein langer Weg. Aber wir sind auf dem besten Wege dahin, aber wir werden es, glaube ich, in dem Part nicht mehr schaffen. Dafür ist es doch noch ein bisschen zu weit. Das Lustige ist ja, wir waren schon mal hier, ne, wo es hier hochging. Da war unsere erste Kochplatte, da drüben. Und wenn ich da dann praktisch... Also man hätte auch wahrscheinlich mit dem Schrein anfangen können. Ich glaube, die Reihenfolge ist irrelevant. Außer man ist es irgendwie so gebaut, dass man von hier nicht da hochkommt. Und man kommt nur zurück. Das könnte auch sein. Wir werden es rausfinden. Auf jeden Fall ist so, wie ich jetzt laufe, der Storyweg. Na, weil das merkt man schon. Man kriegt hier Stück für Stück die Sachen beigebracht. Das ist der Storyweg und deswegen bin ich auch ganz... froh, dass wir den so laufen. Truhe! Ausdauermedizin, cool. Nehmen wir mit. Und da drüben komme ich, ne? Ja, da war das Ding. Okay, jetzt würde mich wieder was interessieren. Hätte ich mich mit den Dingern hier Stück für Stück hochbauen können? Bestimmt. Das wäre bestimmt auch möglich gewesen. So, das Speedrun dann. Anstatt, dass man hier diesen ganzen Weg über die Sachen geht, dass man dann hier hochklettert, so Stück für Stück. Und mit diesen Schwebeteilen, das wäre bestimmt erlaubt gewesen. Also, was heißt erlaubt, aber möglich. So, übrigens, fängt man auch Feen. Ja, das Viech leider nicht. Ja, und dann hauen sie ab, wenn man zu nah kommt. Okay. Oh, da ist auch was Cooles. So viel Wege schon wieder... Gut, wir gehen das dann wieder hier hoch. Hier unten war ich glaube, hier unten war nur die Truhe. Das hier unten war für die Truhe und sonst ist hier nichts weiter Spannendes. Bin gerade leicht erschrocken. Da ist mein Lorenhammer dahin. Aber mein Apfelhammer tut es immer noch. Der hält bisher länger als alles andere. Was ist denn das? Ich will nicht werfen, danke.
Also das Apfelding hier, die Apfelkeule, die hat bisher die größte Ausdauer. Das ist insane. So, dann gehen wir mal zum Gambling-Automaten. In der Hoffnung, dass ich da unten jetzt nichts verpasst habe, großartig. Da ist er. Hallo. Kapselspenderbetrieb bestätigt. Heutiges Kapselproduktions-Soll wird voraussichtlich erreicht. Oh, du möchtest den Kapselspender verwenden? Ja, weiß ich noch nicht. Dies ist ein Kapselspender. Er kann mit dem entsprechenden Ressourcen-Sonau Bauteile herstellen. Ah, ich muss Ressourcen reinpacken und dann kriege ich den Ich kann also Kapseln selber. Okay. Konstrukteure und Sonau Energiesphären. Ah, ja, okay. Wir können... Oh, mein Gott. Das heißt, es gibt dann auch Rezepte, um Ventilatoren herzustellen und so weiter. Oh, mein Gott. Überzählige Ressourcen in Kapseln zu verwandeln und daraufhin bei dir zu tragen. Es ist schon schwer, die Zeitlore hat bereits geläutet. Ja, alles klar. Kann ich dann jetzt... Das ist ja kein Sonau-Bauteil. Das ist ja schon was Zusammengesetztes hier, ne? Daraus kann ich keine Kapsel machen, oder? Nein. Schade. Okay, nee, dann kann ich da nur so kleine Sachen wie beim Kochtopf reinsetzen. Also, dass ich zum Beispiel sage, hier, okay, wie kann ich das sortieren? Sortieren Y. Nach Angriffsstärke, am häufigsten verwendet, nach Typ. Okay, weil dann sind hier die Sonau-Dinger. Ach, hier. Ah, lol. Gut, nach Typ ist jetzt auch wieder ein bisschen schwierig. Okay, mal gucken, was hier raus wird. Das Sonanium habe ich einfach wieder zurückbekommen. Hä, und aus einem so Ding ist ein Ventilator geworden? Also eine Energiezelle wird zu einem Ventilator? Nee, Reise... Was? Dieses Sonau-Bauteil ermöglicht es dir jederzeit überall zu kochen. Das ist einfach toll. Ach, das ist Zufall, was ich kriege, ne? Verstehe ich das richtig? Das ist dann wirklich Gambling? Ist es Zufall, was ich bekomme? Und ich weiß es einfach nicht? Was wird hier raus? Oh. Flammenwerfer! Flamme nach vorne verschießt, wurde ursprünglich für den Schutz von Monstern. Ach du Schande! Und das sind dann aber auch wieder Sachen, die ich mit meinen Waffen kombinieren kann, oder? Oh mein Gott, nee, Hilfe! Da werde ich ja komplett überfordert sein. Okay, noch ein Flammenwerfer. So, und wenn ich jetzt das kombiniere, so wenn ich jetzt, keine Ahnung, wenn ich jetzt sage, ein Horn und eine Zelle. Dann wird aus der Zelle ein Ventilator und... Okay, okay. Also es ist so ein bisschen, okay, okay. Man scheint einfach Sachen reinschmeißen zu können und dann passieren Dinge. Ja, interessant. Aber cool hätte ich es jetzt gefunden, wenn man so fertig gebaute Dinger, sowas wie hier, wenn man das speichern könnte. Aber ich meine, klar, es ist jetzt nicht schwer, das wieder zusammenzusetzen. So.
Okay, hier muss ich dann rüberfahren. Ach, schon wieder so ein Kollege. Okay. Und wohin willst du? Da drüben. Alles klar, dann muss er mit dem. Ja, gut, dann muss er halt mit dem Ding fahren. All diese Crocs, ne? Alle zu faul, sich zu bewegen. Unfassbar. Okay, wer ich hell. Ach, hier komme ich hier hin. Das ist nur so Zusatz. Ich könnte auch hier jetzt lang laufen. Okay, wir gehen jetzt erstmal darüber. Wir finden jetzt raus, was auf dieser runden Plattform abgeht. Wir finden jetzt erstmal raus, was auf dieser runden Plattform abgeht. Komme ich bis dahin? Ah, ich bräuchte noch eine zweite. Nee, da komme ich nicht hin. Zumindest nicht von hier. Wenn ich die da rüberbringe. Oh, hier ist auch noch eine Höhle. Mit ganz vielen Gegnern, glaube ich. Ja, es wird kurz eisig. Ich will nur gucken. Ja, wenn ich die hier hinbringe, ist der Abstand deutlich geringer. Ja, ich gehe schon wieder raus. Ja, chill doch mal. Soll ich jetzt schon mein Essen essen? Ich gehe ja noch nicht so richtig ins Eisgebiet. Ich gehe nur kurz rein. Und wir haben auch nicht so viel Kälteschutzkram, ne? 5 Minuten, 2:30, 3:30. Und nochmal 3 Minuten. Ja, komm, dann nehmen wir mal das 2:30er-Ding. Das heilt auch nicht so viel, das können wir kurz mal essen. So. Das ist jetzt genau die richtige Zeit, um hier. Hallo, wo hängt denn der? Hängt der an dem Baum? Lol. Der hängt einfach an dem Baum. So, hier müsste ich jetzt nämlich rüberkommen. Ich speichere aber mal vorher. Ich habe ein bisschen Bedenken, dass das da drüben gleich mich richtig aufs Korn nimmt, dieses Ding. Was immer es ist. Kann ich es angreifen? Oh shit. Was? Das Ding hat einen Boss. Das Ding hat einen Boss. Das Ding hat eine Bossleiste bekommen. Das ist wahrscheinlich sowas wie die hier, weißt du schon. Die großen Gegner in Breath of the Wild halt. Weiß ich. Oh, nee. Ja, die haben auch eine eigene Musik. Das ist jetzt vielleicht nicht so gut. Ja, dann gucken wir mal, was der so kann. Hi. Okay, da kann ich wahrscheinlich da drauf klettern. Ja. Okay. Was nützt mir das? Ich weiß es noch nicht. Ah, das Ding kann ich angreifen hier. Das da, was sein Fuß da. Der hat so einen Schlag.
speziell. Ja. Das war, was ich befürchtet hatte. Das war genau, was ich befürchtet hatte. Dass der mich one-hittet. Och nee! Der hat meine Plattform nicht gespeichert. Das ist jetzt dumm. Warte. Ist die Plattform aber noch da, wenn ich das jetzt lade? Also speichert er dir zumindest hier die Plattform mit. Dass er mich da wieder hinsetzt, nachdem ich Game Over bin? Okay, sehe ich ein. Aber ist die Plattform noch da, wenn ich das jetzt lade? Guck mal, auf dem Bild sieht man die nämlich. Aber die wird nicht mitgenommen. Das ist ja doof. Das ist ja doof. Ja, gut. Ja, weiß ich jetzt nicht. Dann würde ich fast noch mal laden, bevor wir das machen. Dann habe ich nämlich mein Rezept noch und dann haben wir das Viech ausprobiert und wissen jetzt, lassen wir erstmal sein. Ja, dann habe ich jetzt nämlich hier mein Essen noch. So, dann können wir jetzt was anderes ausprobieren. Pass auf. Und zwar... Ach lol, jetzt ist auch mein Gefährt weg. Meine hier mit... Okay, das heißt, diese Sachen verliert man, wenn man lädt. Diese ganzen Sachen, die man zusammensetzt, die gehen wieder auseinander. Weil ich habe das irgendwo hier abgestellt. Es ist weg. Okay. So, ich will was ausprobieren. Drehen. Nein. Nein. Ja. Würde der darüber fahren, wenn ich da genug Ventilatoren ranpacke? Ja. Easy. Okay. Wir versuchen mal, ihn nicht gleich auf uns aufmerksam zu machen. Vielleicht kann man das ja so ein bisschen... Ah, das Ding fällt jetzt hier einfach... Ja, okay. Aber gut, so kommt man auch hier rüber, ohne dass man durch diese Kältekram-Geschichte gehen muss. Ah, der bemerkt mich sofort. Ja gut, meinetwegen. So, kann ich den jetzt angreifen? Ja. Und zwar genau da. Also das ist seine Schwachstelle. Okay, jetzt hat er was Neues. Okay. Was tut er jetzt? Das Gleiche. Kann ich jetzt nur noch... Muss ich den jetzt mit Pfeil und Bogen angreifen, oder was? Er macht jetzt immer das hier, okay.
Ah, das muss ich das die ganze Zeit, oh je. Womit könnte ich denn meinen Angriff verstärken? Das hat jetzt auch nicht so viel gebracht. Wo schießt er überhaupt hin? Ach, hier. Und dann gehen die entweder weg. Okay. Warte mal. Also ich habe ein bisschen Zeit, wenn er das gemacht hat, ne? Machen wir gleich noch. Warte, kann ich den selber greifen? Lol, ich kann den einfach selber auseinandernehmen. What the heck? Das ist ja noch witziger. Das ist ja noch lustiger. Waffe? Nein, verdammt. Okay, das heißt, ich muss einfach immer einen Weg finden, den da rauszuziehen. Das ist ja voll cool. Uah. Das ist ja super witzig. Greif halt das Richtige an, du Knollkopf. Weg, 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 weg. Ah, jetzt ist er wieder eher hier, okay. Ah, jetzt ist er da oben. Okay, ja gut, dann haben wir jetzt kapiert, wie er geht. Gar nicht so wild. Würfel? Würfel, die einfachste Fähigkeit. Wo ist er? Wer ist der innen drin oder was? Ist es jetzt gerade der in der Mitte geworden oder wie? Da muss ich den einmal komplett auseinandernehmen. Ja, der ist in der Mitte wahrscheinlich. Ah. Und der wird schneller, je mehr ich den auseinandernehme oder wie? Ich krieg die Mitte nicht, Mann. Ah, ich... Ah, okay. Wenn wir genug auseinander, dann geht's auch los. Nein, ich... Ach, jetzt ist er wieder Roboter, ne? Ja, natürlich. Die hintere Schulter. Eie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 i. Nein, das war das Falsche. Scheiße. Mama! Oh, verdammt. Okay. Okay, aber den kriegen wir noch. Den kriegen wir noch. Den kriegen wir noch. Jetzt darf ich wahrscheinlich laden, weil wenn ich jetzt so lade, habe ich wahrscheinlich meine ganzen Waffen wieder weg. Da ist wahrscheinlich alles weg. Richtig? Ja. Okay, also laden wir richtig.
Und zwar da. 17:59 ist mein Freund. Okay. So, bevor wir dann jetzt aber dahin gehen, wissen wir jetzt ja, was uns erwartet. Hatte ich keine anderen Waffen? Okay, dann ist auch egal. Wissen wir jetzt ja, was uns erwartet. Das heißt, wir müssen uns erstmal ausrüsten. Nicht gerade mit einer Route. Ich meine, was ich machen könnte. Ja, komm. Daran wurde schon etwas befestigt. Ach, die Steinaxt ist schon. Was? Was ist denn die Steinaxt für eine Synthese? Stock plus Stein. Ach so. Das habe ich gar nicht gerafft, dass das eine Synthese ist. Ah ja, witzig. Dann habe ich im Moment ja gar nichts, woran ich was packen kann. Wenn man Waffen braucht, kriegt man keine. Ja gut. Aber hier kriege ich jetzt auch keine... Ja, eine Route. Ist besser als nix, I guess. Aber die halten doch niemals lange. Selbst mit einem Stein dran halten die doch nicht lange. Kann ich mir nicht vorstellen. Also das geht auch trotzdem sofort kaputt, das Ding. Na gut, aber wenn ich hier nichts Besseres finde, muss ich halt damit Vorlieb nehmen. Okay. Dann ist es wahrscheinlich auch wurscht, was wir ranhängen. Gut. Dann sei es so. Zack. Ja, das sollte funktionieren. Oh boy. Nicht ganz das, wohin ich wollte. Ganz wohin ich wollte. Warte, was passiert, wenn wir den reinrattern? Okay, nichts. Gut. Doch, das hält selbst ein Ast hält echt lange. Cool.
Ah, jetzt sind wir schon in der Würfelphase. Ja, okay, das war's mit dem Ast. Aber hat recht lang gehalten, doch. Kann man erstmal so anbieten. Okay. Die Phase ist eigentlich auch ganz cool. Die ist am kritischen, weil er mich da halt one-hitten kann. Da habe ich so ein bisschen... Ach, verdammt. Nee. Ich hab's erwischt. Okay. Ja. Würfel. Also langsam komme ich an den Kern ran. Jetzt fällt er hier auseinander. Okay, so geht's auch. Ach Mann, nicht darüber. Okay. Okay, die Phase ist auch gut. Ja, jetzt haben wir nochmal die Phase. Kritisch. Ich habe den Falschen erwischt. Ach, Mann. Bitte one-hitte mich nicht nochmal. Ah, diese Schockwelle. Die kriegt mich leider noch. Diese Schockwelle kriegt mich leider noch. Ah, diesmal starten wir hier. Okay, aber das ist gut. Ja, das ist in Ordnung. Aber dann starten wir jetzt mal mit der krassen Waffe, oder? Dass wir mal gucken, wie viel Schaden wir damit machen würden. Ich glaube, das ist am sinnvollsten. Nee. Damit machen wir ordentlich Schaden. Holy moly. Wir machen richtig gut Schaden damit, deswegen heile ich mich mal gerade hoch. Für den Fall, dass das jetzt gleich schief gehen sollte. Ah, das ist außen, sehr gut. Oh, das könnte reichen.
Nein, ganz knapp nicht. Und er wird nochmal zum Roboter. Natürlich nochmal zum Roboter. Das muss jetzt ja nochmal kommen. Ah, da oben ist er. Schwierig. Ah, der Roboter ist fies. Yes! Das war's. Jo, was ist das denn alles hier? Und was ist vor allem das hier? Wenn ich jetzt wüsste, was ich damit anfangen kann. Ist das einfach was, was man an eine Waffe ransetzen kann? Oder was ist das? Halt auch keine Anzeige, was es ist. Tut es weh? Nee. Es ist auch nichts, was ich einschalten. Also, ich glaube, es ist einfach ein Waffen-Upgrade-Ding, so halt für kurz. Aber ich habe nur leider jetzt nichts, wo ich dies. Ach doch, ich habe was. Wir trennen einmal die Apfelkeule. Und dann gucken wir mal, was passiert. Alpha-Mittelblock. Plus 10. Ja, moin. Ich hätte da mal eine Frage. Oh. Ich glaube, ich habe meine Antwort gerade bekommen. Okay. Wir machen hier das nächste Mal weiter. Wir haben unseren ersten Boss erledigt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und sage Tschüss.